glaube, jetzt wird es schlau. Thorsten, setz dich doch neben mich. Ja, wahnsinnig gerne, Hazel. Kommt jetzt mal was mit Niveau? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe erst kürzlich zusammen mit einigen anderen Probandinnen in einem Selbstversuch 96 Stunden pausenlos Social Media konsumiert. Das erstaunliche Ergebnis dabei, das alles hatte keine Auswirkungen auf unsere kognitiven Fähigkeiten. Dachten wir. Einige Probanden leiden mittlerweile darunter, dass sie sich bei bestimmten Worten, Wendungen, Formulierungen oder Ähnlichem gezwungen sehen, in verschiedenster Art und Weise zu reagieren. Beim ersten Fall muss ein Mann aus dieser Gruppe mittlerweile immer kurz pfeifen, wenn er ein Wort mit dem Buchstaben Ü hört. Sätze wie für diese Postinglücke müssen wir uns etwas überlegen, die können da schon mal schwerfallen. Ein weiterer Proband klagt darüber, dass er, wenn er das simple Wort und sagen will, dafür immer machen so, muss. Das ist ja genau mein Humor. Pupsachen sind Horror. Bitte, bitte. Sie sehen, liebe Kolleginnen, Kollegen, dass der Alltag, auch das berufliche Leben, stark von diesen Übergriffen dominiert werden können. Leider ist das noch lange nicht alles. Es hat sich herausgestellt, dass eine Frau aus München immer Kuckuck ruft, wenn ein Wort oder eine Formulierung auch nur im Entferntesten etwas mit Geschlechtsverkehr zu tun hat. Zählt man nun zwei zusammen, kommt man natürlich über diese Erfahrungen zu dem Ergebnis, dass die Vereinigung Kuckuck von verschiedenen Ausdrucksarten auf einen Menschen in einem wüsten Durcheinander Kuckuck enden muss, ihn zur Verzweiflung treiben kann. Weitere überraschende Beispiele möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ein Mann aus Wicken. Ach nein, ach natürlich. Kuckuck beklagt, dass er immer kurz einschläft, wenn ein Satz mit dem Buchstaben T aufhört. Ein anderer macht immer Miau, wenn er ein Femininum, also die weibliche Form Miau, eines Wortes gebraucht. Wie schlimm ist erst das Schicksal eines Patienten aus Nürnberg, der immer mit dem Fuß aufstampft, sobald er eine Frage hört. Das übelste Schicksal allerdings ereilte eine Frau, miau, die miau anfängt zu lispeln. Oh. Wenn sie miau das Wort wenn hört, erst wieder damit aufhören kann, sobald sie miau das Wort wenn ein zweites Mal hört. Oh. Boah. Ein Mann, eine Frau, miau, liegen in ihrem Bett. Er rutscht langsam zu ihr, miau, rüber, macht ihr, miau, klar, dass er gerne mit ihr, miau, intim, kuckuck werden würde. Das Beispiel, Zuckerschnecke, miau. Bist du in Stimmung? Mhm. Wenn du willst, dann würde ich jetzt die verrücktesten Sachen mit dir machen. Knutschen, massieren, Schweinereien ins Ohr flüstern. Hast du Lust? Sie sehen, diese Erkenntnisse miau, überraschen uns an allen Ecken. Enden. Es gibt noch viel zu tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Kuckuck, sieht's miau gut. Wahnsinn! Da kocht die Soße über. Das war Wahnsinn. Da zieht's beim Teppich die Ecken hoch. Ja. Das war schon sehr beeindruckend.